Hallo, liebe Urlauberinnen und Urlauber. Wir haben bei Eltur eine Pauschalreise mit einem TUI-Fly-Flug gebucht und sind dabei in eine unverschämte Kostenfalle getappt. Schauen Sie sich mal unsere Buchungsbestätigung an. Da finden Sie schon einen ersten Hinweis darauf, dass unter bestimmten Bedingungen Kosten beim Check-in am Flughafenschalter anfallen können. Den ungünstigen Airline-Code X3 haben wir beim Flug TUI Fly X3 2138. Aber wie sieht es mit dem Freigepäck aus? Das sehen wir erst in den Reiseunterlagen. Da steht Freigepäck pro Passagier 15 Kilogramm. Eltur schickte für die Pauschalreise auch einen Ablaufplan. Auch darin ist wieder von eventuell anfallenden Gebühren am Flughafen zu lesen. Aber nach wie vor keine Angabe zur Höhe der Gebühren. Oder wüssten Sie jetzt, um wie viel Ihre Urlaubskasse beim Check-in am Flughafen erleichtert wird? Wir wussten es nicht und haben, wie bei den meisten Flügen in der Vergangenheit, auf den unbequemen und zeitaufwendigen Online-Check-in verzichtet, der ja keinerlei Vorteile bringt, wenn man auch Gepäck aufgeben will und sich dazu doch noch in die Warteschlange einreihen muss. Und bislang war ein Check-in am Flughafen bei all unseren Flügen kostenlos möglich. Am Schalter der TUIfly kam dann die Überraschung. Fürs Einchecken wurden pro Person 25 Euro verlangt. Wir finden, die verlangte Summe ist unverschämt und steht in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung am Schalter. Und da wir rechtzeitig am Schalter waren, haben wir uns auch dazu bereit erklärt, den Check-in noch online durchzuführen. Der TUIfly-Mitarbeiter meinte aber, das ginge jetzt nicht mehr und verbrachte stattdessen viel Zeit damit, uns die Quittungen für die Gebühr auszudrucken. Fazit: Ein schöner Urlaub fängt anders an. Bis zum nächsten Video. Tschüss.